Jetzt wären wir hier im Himmel, wir sind auf die Wolken und da oben ist der Himmel. Weiß nicht, ob der Petrus da nichts dagegen hat. Oder mit links Shift gedrückt halten und grüner Kasten, dann wird alles deaktiviert. Da muss ich nicht einzeln anklicken und auch die Elemente dahinter. Also mit links Shift können wir gleich einen ganzen grünen Kasten überziehen. Und jetzt mache ich vielleicht noch die Decke weg. Rechtsklick. Und jetzt sehen wir uns das Ganze nochmal von vorne an. Wow, jetzt sehen wir die ganzen Einbauteile. Wunderbar. Ja, aber schaut echt sau cool aus, oder? Genau. Und Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Servus, grüßt euch. Viele wollen die Welt verändern. Wir verändern heute zumindest die ganzen Animationsfenster. Was für eine geile Einleitung. Gut. Ich möchte euch ein paar Tipps und Tricks zeigen, die vielleicht nicht jedem sofort geläufig sind und ich glaube, ihr könnt nur dazulernen und wenn es nur eine Funktion ist, dann habt ihr damit schon gewonnen. Also bleibt bitte bis zum Schluss dran und schaut euch das Video bis zum Ende, denn ich denke, jeder lernt da irgendetwas dazu. Gut, also ich habe jetzt erstmal mein Projekt Subgrid geöffnet, so schaut das Ganze aus, da wurde schon sehr viel gewerkelt, sehr viel umgestellt. Und ich habe jetzt hier ein paar Teilbilder schon geöffnet. Hier über drei Geschosse und Einbauteile und Modellierungen drüber hinweg habe ich jetzt hier eine Drei-Fenster-Anordnung. Diese Drei-Fenster-Anordnung, die ist ziemlich klassisch, oft zum Bearbeiten und Modellieren benutzt. Das könnt ihr am besten machen, wenn ihr über diese Zeile Fenster und dann zum Beispiel 2 plus 1 Animationsfenster klickt. Und schon werdet ihr in diese Ausgangssituation gestellt. Falls ihr diese Zeile gar nicht seht oder habt, dann liegt es daran, dass hier in diesem kleinen Pfeil Flyout hier erstmal die Menüleiste eingeblendet werden muss. Bei mir könnte ich sie jetzt ausblenden. Ich blende sie aber ein und darüber lässt sich das Ganze halt machen. Ne? Jetzt gibt es noch viele verschiedene Situationen zu meistern. Wir könnten jetzt zum Beispiel hergehen und dieses Animationsfenster einfach per Drag and Drop über dieses Textfeld verschieben. Also ihr merkt, wenn ich die Maus jetzt irgendwie wandern lasse, dann gibt mir Altplan vor, wo es denn den Bildschirm ersetzen soll. Also ich kann das jetzt einfach durchtauschen, je nachdem wie ich möchte. Oder ich könnte es auch jetzt frei raus teleportieren und dann es auf den zweiten Bildschirm manövrieren. Aber das tue ich jetzt mal nicht, sondern und ich könnte jetzt zum Beispiel auch das Ganze maximieren. Ich kann das Ganze auch schließen. Und jetzt müsste ich wieder auf Minimieren, verkleinern gehen, denn ich habe noch 2 Fenster offen. Ich kann das Ganze aber wieder zurücksetzen mit einem Fenster. Passt schon. Jetzt mache ich mal hier 2 Fenster ein. Mit dem einen gehe ich in die Isometrie und zeige auch die Perspektive an. Also so sozusagen, wie es das Auge sieht, wenn was nah ist, ist es größer, wenn was weiter hinten ist, ist es kleiner und halt in Perspektive angezeigt. Schaut auf jeden Fall viel cooler aus. Also erst habe ich immer ohne gearbeitet, ich weiß nicht wie, war voll gegen die Perspektive und jetzt ist es genau andersrum. Und wenn wir mit der Maus hier so runtergehen, immer an die unteren Bildschirmrand oder Fensterrand, dann können wir eine weitere Zeile entdecken und da können wir Sachen zum Beispiel umstellen. Zum Beispiel stelle ich jetzt hier auf Animation und jetzt sehe ich hier meine Animation. Wenn ich den Bewegungsmodus aktiviere, dann kann ich das Ganze drehen, ich kann scrollen natürlich, ich kann machen, was ich möchte. Wenn ich den Navigationsmodus deaktiviere, kann ich Sachen anklicken. Also könnte ich auch hier Sachen bearbeiten. Zum Beispiel sind dann auch hier die Griffe möglich und so weiter. Und ihr könnt auch über diese kleinen Mini-Paletten arbeiten. Ich escape hier mal, da ich jetzt sonst nur Schmu mache. Genau. Das sind so Sachen, die kennen die meisten noch. Jetzt möchte ich vielleicht sogar noch das Animationsfenster umwandeln. Oder viele sagen, ey, bei mir ist da noch so eine weiße Fläche am Boden. Die stört mich ja immer. Das ist die virtuelle Grundebene. Die können wir deaktivieren. Mit einem Rechtsklick in einem freien Feld und vielleicht schaut es jetzt so aus wie bei mir. Damit können wir es nicht ändern. Das heißt, wir müssen erstmal wieder den Navigationsmodus aktivieren und jetzt einen Rechtsklick auf eine freie Fläche und dann kann man in den Umgebungsbereich. Im Umgebungsbereich
Kommt er? Kommt er? Hallo? Der müsste da sein. Schauen wir mal. Hallo? Der Grafikbug? Ist er auf meinem Fenster versteckt hinter meinen anderen Dingern? Nee. Oh, dann haben wir vielleicht nochmal einen Bug. Escape ich nochmal. Mache ich nochmal Umgebung. Ah, hier. Eingeklappt. Schaut's her. Ich habe die Pinnadel nicht aktiv, deswegen war die Umgebung eingeklappt. Und jetzt kann ich hier runter scrollen. Hier kann ich zum Beispiel die virtuelle Grundebene aktivieren oder deaktivieren. Ich glaube, im Ingenieurbau stört sie eher. Genau, man kann sie mit dem Boden verbinden. Man kann da hier noch eine Höhe eingeben. Ich mag das nicht so gern. Und den Hintergrund können wir auch über den physikalischen Himmel, der standardmäßig eingestellt ist, so aktivieren. Ich finde nur, dann schaut alles so trüb aus. Also wenn ich da jetzt erstmal Mal das Modell eher so Blickrichtung oben nach unten anschaue, dann schaut es so aus, als wäre da, keine Ahnung, als wären wir hier im Himmel. Mir ist dann auf die Wolken und da oben ist der Himmel. Weiß nicht, ob der Petrus da nichts dagegen hat. So, deswegen deaktiviere ich immer den physikalischen Himmel. Ihr könnt auch selber einen Bildschirmhintergrund einfügen, für was auch immer. Oder hier auch die Farbe auswählen und sie hier zum Beispiel abändern. Ich könnte jetzt zum Beispiel das Ganze hier mit B20000, das ist übrigens die Farbe 100 in Alplan, könnte ich jetzt die Subgrade-Farbe hier nehmen. Allerdings, wenn ihr eine Transparenz drin habt, dann nehmt natürlich die Farbe ein bisschen der Beton an. Deswegen schaut jetzt auch der Beton selber rötlich aus durch die Transparenz. Aus dem Grund stelle ich hier wieder in so einen schnieken Blau um und fertig ist das Ganze. Ja, was haben wir noch? Also wir haben noch ein paar Klassiker, die wir hier einführen können. Was jetzt hier schön ist im 24er, hier ist der Navigationsmodus aktiv oder deaktiv und der Flugmodus ist nochmal extra. Also erst war das immer so ein Auswahlmenü zwischen drei. Jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit, den Flugmodus zu aktivieren. Dann wird der Navigationsmodus automatisch deaktiviert. Mit diesem Flugmodus können wir wie in Computerspielen mit WASD einfach durch das ganze Gebäude rennen. Wir haben sogar ein Fadenkreuz, erinnert ein bisschen an Quake. Quake 3 Vibes. Und ja, genau. Also mit dem Pfeiltasten können wir nach oben oder nach unten uns teleportieren. Ja, wer es braucht, der kann damit schöne Aufnahmen vielleicht machen. Ansonsten gehen wir halt wieder in den Bewegungsmodus zurück. Mit den Projektionen, die solltet ihr allerdings kennen, denn die sind sehr wichtig. Dort könnt ihr zum Beispiel so Seitenansichten anschauen. Ja. Und dadurch, wenn ihr dann zum Beispiel die Perspektive deaktiviert, könnt ihr halt einfach über das Messwerkzeug, über die Koordinaten, einfach die Höhen abgreifen. Vorausgesetzt, der Umgebungsmodus ist deaktiviert. Jetzt können wir zum Beispiel schauen, okay, hier ist die Oberkante der Decke auf 5,47,5. Genau, also deswegen solltet ihr das eigentlich immer berücksichtigen. Auch beim Bewehren oder beim Schalen echt ein super Tool. Und wenn ihr wieder in den Grundriss wollt, dann einfach in die Mitte klicken, dann schauen wir das Ganze wieder von oben an. Tja, und wenn wir uns mal verlaufen haben in Alplan, dass wir gar nicht mehr wissen, wo uns eigentlich der Zeiger steckt, denn wir könnten ja irgendwo alles irgendwo rauszoomen auf sehr viele Bits und jetzt wissen wir gar nicht mehr, wo wir sind, dann einfach wieder zurückkehren auf F5 oder ganzes Bild darstellen und schon sind wir zurück. Das ist immer dann wichtig, wenn ihr zum Beispiel einen Projektwechsel habt oder Teilbildwechsel und dann werdet ihr wieder zurück navigiert und dann wisst ihr Bescheid, auch vom Maßstab abhängig ein bisschen, wo ihr euch wieder zurechtfinden werdet. So, das nächste ist so eine Bildschirmausschnitt festlegen. Da markieren wir uns jetzt einfach mal hier, ja, das war jetzt ein dummer Bereich. Wir markieren uns zum Beispiel jetzt hier den Durchstandsbereich, den ich hier mit den Subparts erstellt habe. Auch hier natürlich im Drahtmodus möglich. Hier ist er beschriftet. Allerdings natürlich Maßstab 1:50. So schaut das Ganze aus. Ja, dann gibt es noch vorheriger Bildausschnitt und nächster. Nutzt man das? Ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt, es gibt halt Alt- und Pfeiltasten. Ne? Mit Alt- und Pfeiltasten, da kann man das navigieren. Ich nutze das jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber vielleicht habt ihr einen Anwendungsbedarf. Wenn ja, dann lasst es mir bitte in die Kommentare wissen.
Jetzt kommt das Bildschirmausschnitt speichern und laden. Das finde ich schon wieder sehr cool. Stellt euch vor, ihr fangt an, euer Modell zu modellieren im Tag 1. Und ihr wollt jedes Mal das Modell wachsen sehen, wie weit ihr kommt. Und immer von derselben Perspektive aus, dann könnt ihr diesen Bildschirmausschnitt hier speichern. Legt euch dazu einen neuen schnicken Namen an, zum Beispiel Schnicker Name Like. Yep. Und das sollt ihr jetzt tun. Nehmt euch die Zeit, liked das Video und ansonsten macht ihr hier Schnicker Name Like und dann haben wir den neu. Und dann können wir den auch hier laden. Jetzt, wenn wir den irgendwie wieder verlieren würden, können wir hier wieder drauf und gehen hier drauf und laden das Ganze. Und dann sind wir wieder genau mit der Kamerabreite an der richtigen Position und schauen auf das Gebäude. Und jetzt bauen wir das Woche für Woche auf, machen jedes Mal einen Screenshot. Den machen wir so mit Bewegungsmodus aktiv, also Navigationsmodus. Rechtsklick auf eine freie Fläche. Hallo. Achso, bin ich da noch drin? Ja. Ich escape mal alles. Jetzt Rechtsklick. Fensterinhalt als Pixelbild speichern zum Beispiel. Da gehe ich dann immer auf Größe über Auflösung, 300 dpi. Das wollen irgendwie alle immer irgendwie für Fotos. Also dann gehe ich da drauf und dann kann ich das Ganze speichern. Hier habe ich noch MacPom abgespeichert. Hier nehme ich einfach mal Subgrade aus. So, jetzt habe ich das Ganze hier Bits pro Pixel 24. Wunderbar. Und sagen wir einmal okay. Und dann haben wir das Ganze abgespeichert. Und das können wir jetzt Woche für Woche machen mit diesen gespeicherten Projektionen. Aufgepasst, das ist aber projektabhängig abgespeichert. Ja, dann haben wir noch jetzt zwei wichtige Dinge, die finde ich sehr cool. Elementauswahl. Stellt euch mal vor, wir sind jetzt hier in der Elementauswahl und ich komme jetzt immer auf das Plattenfundament und eigentlich möchte ich die Decke oder sonst irgendwas. Oder auch hier stört mich vielleicht die Decke, aber ich möchte das Teilbild nicht wechseln. Dann kann ich einfach hier auf Elementauswahl und sage, genau, habe ich schon gemacht. Elementauswahl, ich mache Rechtsklick, markiere alles und einmal auf die Decke, dann ist es wieder deaktiviert, Rechtsklick und jetzt habe ich die Decke weg. Finde ich echt ein super Tool und wenn ich es wieder zurückhaben will, dann klicke ich einfach wieder drauf. Also nochmal, draufklicken, Rechtsklick, wir markieren alles und jetzt deaktivieren wir alles, was wir nicht wollen. Und jetzt können wir zum Beispiel auch wieder in die Seitenansicht da gehen, also die Ansicht von Süden, machen wir die Perspektive aus. Und jetzt deaktiviere ich erneut, also hier, diese ganzen Sachen. Oder mit Links-Shift gedrückt halten und grüner Kasten, dann wird alles deaktiviert. Da muss ich nicht einzeln anklicken und auch die Elemente dahinter. Also mit Links-Shift können wir gleich einen ganzen grünen Kasten drüber ziehen. Und jetzt mache ich vielleicht noch die Decke weg. Rechtsklick. Und jetzt sehen wir uns das Ganze nochmal von vorne an. Wow, jetzt sehen wir die ganzen Einbauteile. Wunderbar. Hier die Querkraftdoren, Echodoren von Max Frank. Hier den Comax von Betomax. Hier die Jordal Dübelleisten. Und hier die Echobox von Max Frank. Wow, wunderbar. Dafür schon. Ja, ja, ja. Gibt es alles kostenfrei. Wahnsinn. Hier auch noch die Fugenbänder. In dem Fall von Betomax. Wunderbar. So. Jetzt haben wir noch weitere Möglichkeiten. Wir können hier Teilbildauswahl machen. Das heißt, ich deaktiviere das Ganze wieder, zeige wieder das ganze Element an. Lassen wir wieder alles schön anzeigen. Und dann machen wir mal die Teilbildauswahl. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich kann jetzt einfach hier in dem Bereich, sagen wir mal, die erste OG-Decke ausblenden und sage, okay, jetzt ist die erste OG-Decke hier weg. Hier aber in dem Fenster machen wir das alles selbe Spielchen, wir zeigen uns die Animation an, hier haben wir es aber aktiv. Und das ist schon cool, dass man hier Sachen ausblenden kann beim Bewähren. Wunderbar, wenn echt mal Sachen stören, Elemente oder Teilbilder, dann kann man das ganz schnell hier ein- oder ausblenden. Ich finde das sehr gut, man muss es nur wissen, dass es das gibt. Noch was Wichtiges ist, wenn ihr Screenshots macht, wenn ihr was rendert, dann ist hier eine Beleuchtungsfunktion integriert. Ihr seht, ich mache jetzt alles sehr dunkel oder alles sehr hell. Ne? Dann haben wir so ein weißes, abgeglichenes Modell und meistens ist 0,5 das Richtige aus meiner Sicht. So, so jetzt gibt es hier, also hier gibt es noch was, zeige ich dann gleich. Und hier gibt es noch eine Anwahl von einem Maßstab, sagen wir mal Maßstab 1 zu 200. So, das ist jetzt die Auswahl oder
1 zu 5000 Zonen oder hier 1 zu 5, dann haben wir diesen Abstand gewählt. Was noch möglich ist, ist hier eine neue Ansicht, also hier mal die standardmäßigen Dinge durch. Ich weiß gar nicht, ob die Standard sind, die sind bei mir heute seit Jahren Standard. Das Drahtmodell, ich glaube, soweit so gut, jeder kennt es, alles durchsichtig, alles mit durchgezogener Linie und wir schauen einfach wie durch Draht durch, wird sehr häufig bei Einbauteilen einfach verwendet. Einbauteile haben standardmäßig diese Eigenschaft, dass sie in Draht dargestellt werden, auch in Schnitten. Dann gibt es die Verdeckt-Möglichkeit, die sollte aber nicht so ausschauen. Habe ich da was geändert? Weder. Verdeckte Kanten gestrichelt, was? Oberfläche? Ja, Oberfläche bräuchte man schon. Flächenstoß eliminieren, den machen wir nicht. Und Kantenerkennung, das ist vielleicht noch gut. Jetzt sehen wir halt das ganze Modell nur nichts gestrichelt, sondern einfach die so wie man es sehen würde, wenn man als Mensch hier vorbeirennen würde. Ne? Ja, brauche ich jetzt eigentlich überhaupt nie. Animation ist eins der häufigsten und ich habe hier eine Transparenz gleich in der Betonoberfläche eingestellt. Das mache ich auch, indem dass ich einmal hergehe und sage, Rechtsklick auf eine Oberfläche im Navigationsmodus, der muss aktiv sein, dann freie Oberflächen an bla 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 und dann wird mir immer die Oberfläche markiert, die gerade dem Bauteil zugeordnet wurde. Dann klicke ich auf den roten Stift, Oberfläche ändern und dann gehe ich wie folgt vor, dass ich die Transparenz hier auf 70 zum Beispiel einstelle. Jetzt deaktiviere ich das mal und mache mal 0%. Jetzt habe ich keine Transparenz mehr drin. Sehe aber auch keine Einbauteile und. Brauche ich aber zum Bewähren, sonst sehe ich die Bewährung gar nicht. Jetzt kann man das Ganze aber auch über die Objektpalette machen. Dazu, die habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht hier. Deswegen gehe ich auf eine freie Oberfläche von einer Leiste, mache einen Rechtsklick und sage Objekte. Und in Objekten kann ich zum Beispiel jetzt sagen, dass ich irgendein Material Peter, wunderbar, immer noch nicht geändert, da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte das Ganze hier transparent haben. Oder auch alle transparent haben und wieder zurück und so weiter und so fort. Dann ist es nur für mich und temporär, aber das ist genau mein Problem, das Temporäre, das nervt mich, weil ich muss es jetzt mal wieder neu einstellen. Und ich brauche es fürs Projekt dauerhaft. Das kommt aber jetzt drauf, auf euren Workflow drauf an und wer modelliert, wer bewährt und wer schaltet. Also es ist alles möglich, aber ich, wie gesagt, ich gebe die freie Oberfläche und dann stelle ich hier halt einfach eine Transparenz ein. Und da es bei mir immer gerade Zahl sein muss, gehe ich in dieses Gewusel hier rein, tippe da was ein, machen wir 60, Enter und dann sagen wir okay und dann haben wir das Ganze. Ja, hier gehen wir wieder auf Draht. Grundriss, Darstellung, fertig. Dann haben wir die Möglichkeit, auch die Animation zu ändern. Da sind nämlich auch ein paar wichtige Sachen. Wir haben zum Beispiel hier die Schattierungsart Flat. Die bringt meistens nichts. Ich weiß nicht mal warum, aber irgendwie hat die Probleme bei mir. Dann gibt es Grout, Fong. Ja. Grout und Fong, ne? Was das bedeutet, ich habe überhaupt keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, welche Sprache das sein soll. Also das Fachjargon ist mir einfach nicht geläufig. Ich kann hier die Kanten aktivieren und deaktivieren. So schaut es halt irgendwie cooler zu animiert aus, ne? Also es schaut echt cool aus. Aktiviere ich die Kanten, so kann ich halt mehr damit anfangen, wo sind meine Kanten für die Betondeckung. Dann Interpolation, keine. Oder linear oder macht sie Mipmap. Da. Boah. Welches Team seid ihr? Es ist mir halt einfach sehr egal. Dann die Spiegelung könnt ihr aktivieren, deaktivieren. Das müsst ihr einfach ausprobieren. Ich mache das Licht immer ein, ansonsten ist alles bei mir überbelichtet. Wunderbar. Und dann Schatten hart oder nicht. Das ist auch manchmal ziemlich cool, wenn man irgendwas darstellt. Dann der Postprozess. So, jetzt kommen wir zu diesen lustigen Dingen. Graustufe. Hier wird schon. Moment, Doppelklick hier. Ihr seht selber, wenn man zum Beispiel jetzt einen traurigen Film machen möchte, dann ist das super. Laplace Kantenerkennung, das sehe ich so häufig an PCs, die sich nicht an die Originalfarben des Plots gewöhnen wollen, die Augen, die dann sagen, nee, weißer Hintergrund, der schadet mir den ganzen Tag, kriege ich Sehschwäche. Das ist, glaube ich, sogar wissenschaftlich erwiesen, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Die arbeiten so, ich kann das gar nicht. Mich macht das wahnsinnig. Also ich kann das gar nicht. Aber wer will?
verwischen. Hier machen wir halt, ja, es sind halt ein paar Kosmetik-Sachen zum Arbeiten. Ob sie das wirklich braucht, sei mal dahingestellt. Sepia-Tönung. Ja, und dann noch Cartoon. Wunderbar. Hier schaut einfach aus, als würde die Decke schimmeln. Wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die unsere Decke schimmelt. Deswegen machen wir hier einfach keine. Was aber wichtig ist, ist zwischen Garage und Fond. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel hier hergeht und den Objektmanager wieder... Wo ist er denn, der Bub? Das ist unser Objekt. Ja. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier Sachen markieren wollt, ich gehe jetzt hier mal auf Attribuierung. Da haben wir jetzt mal die Bezeichnung. Genau, ich möchte jetzt ein paar Sachen... Machen wir eine Bezeichnung, machen wir mal nach. Den Objektname. Objektname. Jetzt haben wir zum Beispiel die Decke, die möchte ich mir jetzt einfach... Ich habe irgendeine Funktion drin. Escape ich mal. Ich möchte jetzt zum Beispiel die Decke einfärben und gehe jetzt darüber und sage, okay, ich möchte die Farbe rot haben. Dann seht ihr, jetzt ist blau. Wunderbar. Jetzt möchten wir die Stütze, die ist da, glaube ich. Die wollen wir jetzt blau haben. Ja, genau. Und jetzt machen wir einen Unterzug. Der ist hier. Den machen wir jetzt gelb. Ja, genau. Und die Wände, die machen wir grün. Dann ist das Ganze eher so. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist. Es hat auch eine Weile gedauert, bis ich da gefunden habe, weil ich bin in den Optionen rein. Ich habe alles durchforstet von jeglicher Animation und hier rumgestellt und was ist eh was alles. Hat mir echt sehr viel Nerven gekostet. Am Schluss stellte sich heraus, dass ich bei der Animation die falsche Schattierung Go Out gewählt habe anstatt Fong. Aber es ist nicht meins, ne? Und da muss ich es halt so lassen. Habe aber jetzt, wenigstens wenn ich jetzt wieder Escape drücke, hier die richtigen Farben. Also auch das hier ist wichtig. Und jetzt kommen wir noch zum Creme de la Creme. Das habe ich schon öfters mal in einem Video gezeigt, aber ich finde es einfach mega stark. Und es soll eigentlich immer und immer wieder gezeigt werden, bis es auch der Letzte kennt, die Funktion. Ich mache jetzt hier einen Schnitt. Ach komm, ich gehe ins Hello Alplan. Das schaut so cool aus. Haben wir Hello Alplan noch drum, das Projekt? Ja, also das schaut wirklich bombastisch aus. Hier ein paar Schnitte. Ich mache noch einen mehr. Ich mache jetzt hier einen Schnittbereich. Komm, wir nehmen noch so Auto mit. So. Wir machen das Ganze so. Im Grundriss. Und setzen das einfach mal hier ab. Das ist der Schnitt U. Erstmal egal wie der heißt. Wir gehen jetzt in einen Bildschirmausschnitt. Wir vergrößern den. Und können jetzt da zum Beispiel, wo, also das ist das Projekt. Und jetzt machen wir hier bei dem aus, gehen wir jetzt auf unser U, das ist unser Schnitt. Und jetzt haben wir die Darstellung nur von unserem Schnitt U. Und das könnt ihr zum Beispiel in eine 3D-PDF abspeichern und per Adobe Acrobat Reader dann wirklich drehen. Also einfach per Rechtsklick 3D-Daten exportieren und dann als 3D-PDF exportieren. Ich habe wochenlang gesucht oder Tage nach einem kostenfreien PDF-Reader, der dann das 3D-Modell drehen kann. Ich habe leider nur den Adobe Acrobat Reader gefunden und der war kostenpflichtig. So, aber schaut echt sau cool aus, oder? Genau. Und das würde ich mal sagen, war es erstmal von der Fenstereinstellung von Alplan. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten macht's mal einen Shitstorm in die Kommentare. Gleich kommt die Endcard. Servus, ciao, ihr Peter. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich.